Peace, Freunde, mein Name ist Orkan Asimov und heute habe ich ein sehr, sehr interessantes Thema für euch, was mich die letzte Zeit sehr viel beschäftigt hat, und zwar der Myers-Briggs Persönlichkeitstest. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, Freunde, ihr fragt euch bestimmt, warum soll ich überhaupt so einen Persönlichkeitstest machen? Was bringt es mir? Es gibt ja sehr viele Persönlichkeitstests und ich habe sehr viele schon gemacht. Und viele von diesen Persönlichkeitstests sind sehr oberflächlich. Also sie gehen nicht tief genug in die Materie. Ja, da werden solche Sachen gefragt wie, welche Filme magst du? Magst du den Film mehr? Magst du die Farbe mehr? Oder auf jeden Fall sehr oberflächliche Dinge. In dem Myers-Briggs-Test ist es aber sehr anders. Da geht es sehr, sehr tief in die Materie. Und dadurch, wenn du dann weißt, welcher Persönlichkeitstyp du bist von den 16 Persönlichkeitstypen, wenn du es weißt, dann hast du sehr große Vorteile im Leben, weil du dich nämlich besser kennst. Und wenn du irgendwie von der Natur aus so und so bist, denkst du dir nicht, oh, warum bin ich denn so? Und wie kann ich das ändern, sondern ich sage mal so, du akzeptierst das mehr. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn du ein introvertierter Mensch bist von Natur aus und wenn du durch diesen Test das rausgefunden hast, dann weißt du, okay, gut, ich kann zwar mehr extrovertiert sein in bestimmten Situationen, aber wenn ich auch oft introvertiert bin, ist es kein Problem, denn das ist meine Natur. Und dafür habe ich auch viele andere Vorteile. Was ist denn überhaupt dieser Myers-Briggs-Test? Die Ursprünge von diesem Test entsprangen vom Carl Jung. Er hat damals sehr, sehr viel in diesem Thema geforscht. Und später haben die Tochter und die Mutter, die Myers-Briggs, die haben zusammen diesen Test entworfen aus dem Fundament, was Carl Jung schon damals gelegt hat. Bei diesem Test werden, wie bereits gesagt, sehr viele Fragen bezüglich deiner Persönlichkeit gestellt und am Ende bekommst du dann eine Auswertung und kriegst dann raus, welcher Typ du bist. Und das wird anhand 4 Buchstaben festgelegt. Mein Typ ist zum Beispiel INTP, also INTP. I steht für Introvert, N steht für Intuitive, T steht für Thinking und P steht für Perceiving. Bei jedem dieser 4 Buchstaben gibt es sozusagen 2 Möglichkeiten. Also bei dem ersten zum Beispiel, entweder bist du introvertierte Person oder du bist extrovertierte Person, also Introvert und Extrovert. Bei dem zweiten Buchstaben gibt es die Möglichkeit, entweder bist du eher sensorisch unterwegs oder intuitiv. Bei dem dritten Buchstaben gibt es die Möglichkeit, entweder bist du eine Thinking-Person, also mehr denkend, oder du bist mehr eine Gefühlsperson, also Feeling. Und bei dem letzten Buchstaben entweder Judging oder Perceiving. Und aus diesen Möglichkeiten der Kombinationen ergeben sich dann am Ende 16 Persönlichkeitstypen und ein Persönlichkeitstyp wird jedenfalls auf dich dann zutreffen am Ende. Also du kannst bei dem ersten Buchstaben rausfinden, ob du eher introvertierte Person bist oder extrovertierte Person. Und introvertiert und extrovertiert hat jetzt nicht unbedingt viel damit zu tun, ob du jetzt eine Person bist, die sehr gerne rausgeht, die sehr viel Kontakt mit anderen hat oder die mehr für sich alleine ist. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Also es gibt auch introvertierte Personen, die trotzdem rausgehen können und auch auf Partys gehen können und so weiter und so fort. Der große Unterschied zwischen den beiden Typen liegt einfach nur darin, dass die introvertierte Person erst nachdenkt, bevor sie etwas macht und die extrovertierte Person macht es einfach, ja. Bei dem zweiten Buchstaben geht es darum, wie du deine Welt wahrnimmst, also eher intuitiv oder sensorisch, also mit deinen Sinnen. Bei dem dritten Buchstaben geht es darum, bist du eher nachdenkender Mensch, also thinking, oder bist du eher ein Mensch, der gefühlsbasiert ist, ja, der viele seiner Entscheidungen zum Beispiel aufgrund seiner Gefühle trifft und nicht aufgrund seiner Logik. Und bei dem vierten Buchstaben geht es darum, ob du eine Judging-Person bist oder eine Perceiving-Person, also Perceiving, der alles wahrnimmt, oder Judging, der sofort irgendwie ein Urteil über irgendwas bildet, ohne viele Informationen darüber zu haben. Sagen wir mal eine Person, die nicht weiter forscht, sondern direkt Dinge umsetzen möchte. Und wenn du eine Perceiving-Person bist, ist es eher so, dass du
erst viele Informationen brauchst und danach eher irgendwas umsetzt. Und bei der Judging-Person ist es so, die möchten das sofort umsetzen. So, das war jetzt mal die grobe Erklärung, was diese 16 Persönlichkeitstypen sind und was der Myers-Briggs-Test überhaupt ist. Wie kannst du jetzt dich testen lassen? Ja? Also in Deutschland gibt es, soweit ich weiß, jetzt keine offiziellen Tests, aber es gibt Tests, die sehr, sehr nah sind dem offiziellen. Und du kannst einfach im Grunde aus diesem kostenlosen Test einfach rausbekommen, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Also ich habe sehr, sehr viele Tests ausprobiert, sowohl die kostenlosen als auch die, wo man zahlen muss. Und die, die auch auf Englisch sind und die, die auch auf Deutsch sind. Und es ist immer wieder bei mir INTP rausgekommen, also INTP. Und deshalb kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es wirklich ungefähr mein Typ ist. Warum sage ich ungefähr? Es ist nicht so, dass du zum Beispiel jetzt komplett INTP bist, sondern du tendierst mehr dazu, INTP zu sein. Das heißt zum Beispiel, wenn es rauskommt, dass du eher introvertiert bist statt extrovertiert, heißt nicht, dass du hundertprozentig introvertiert bist, sondern vielleicht 60-40%. Aber dann zählt schon bei dir das I, ja? Und so wird es halt bei jedem Buchstaben berechnet. Das, was bei dir mehr hervorsticht, das ist dann sozusagen dein Buchstabe und am Ende die vier Buchstaben sind dann dein Persönlichkeitstyp. Aber man darf das halt einfach nicht auch zu streng nehmen und denken, okay, so und so bin ich und das war's. Also ich kann jetzt nichts daran machen. Vor allem, jeder Persönlichkeitstyp hat seine Vor- und Nachteile, ja? Deswegen denk nicht irgendwie, weil ich jetzt introvertiert bin, bin ich besser als der Extrovertierte oder weil ich jetzt extrovertiert bin, bin ich besser als der Introvertierte oder weil ich jetzt mehr der Denker bin, bin ich besser als der, der mehr aus seinen Gefühlen aushandelt. Das stimmt einfach nicht. Ja? Jeder Typ, jeder Buchstabe hat seine Vor- und Nachteile. Das ist einfach so. So, also wie könnt ihr jetzt diesen Test machen? Ich verlinke euch mal die Links in der Beschreibung, die Tests, die ich selbst gemacht habe. Ich verlinke euch mal nur die kostenlosen Tests, denn der Test, wofür ich was bezahlen musste, der ist auf Englisch. Und da meine Zuschauer eher deutschsprachig sind, verlinke ich euch die deutschen Tests. Die sind unten in der Beschreibung, also mehrere, ihr könnt einfach ausprobieren. Weil es gibt einen Test, der hat über 100 Fragen, aber dementsprechend ist er auch sehr präzise. Und ihr könnt so genauere Ergebnisse bekommen. Ein Tipp an dieser Stelle noch an euch. Überlegt, bevor ihr Fragen beantwortet und denkt nicht davor, ich möchte dieses oder jenes Ergebnis bekommen und deswegen beantworte ich jetzt die Fragen dementsprechend. Auch wenn ihr es nicht bewusst tut, kann es sein, dass es euch beeinflussen wird, wenn ihr ein bestimmtes Ergebnis haben möchtet. Deswegen befreit euch einfach von diesen Gedanken und macht einfach diesen Test so ehrlich wie möglich. Lasst euch auch ruhig Zeit bei jeder Frage. Versetzt euch in diese Lage. Bin ich wirklich so? Wann habe ich so und so gehandelt? Und so weiter und so fort. Also lasst euch wirklich Zeit, um ein sehr genaues Ergebnis zu bekommen. Denn es ist sehr leicht, wirklich ein anderes Ergebnis zu bekommen, was aber gar nicht stimmt, weil man diesen Test einfach nur sehr grob gemacht hat. So Freunde, checkt auf jeden Fall meinen kostenlosen Crashkurs ab. Der Link ist unten in der Beschreibung. 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein. In diesem Crashkurs lernt ihr, wie ihr charismatischer werdet. Das heißt, wie ihr beliebter bei anderen werdet, wie ihr so werdet, dass die anderen euch mehr mögen. Also, dass ihr einfach eine größere Anziehungskraft habt, dass ihr beliebter werdet in der Schule, im Studium, in eurem Job. Und so weiter und so fort. Und das alles bekommt ihr komplett kostenlos in dem Gratis-Crashkurs. Also checkt es auf jeden Fall ab. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Falls ihr noch Fragen an mich habt, könnt ihr mich auf Facebook adden bzw. meine Seite liken und dort mir eure Fragen stellen. Oder hier einfach in den Kommentaren. Ihr wisst, ich beantworte immer eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns in dem nächsten Video. Und bis dahin, Peace.